Die härteste Strafe im deutschen Strafrecht hat das Landgericht Frankenthal heute gegen die drei Ex-Pfleger eines Altenheims verhängt. Das Urteil: lebenslange Freiheitsstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Fest steht, dass sie alle an den Mordtaten beteiligt waren, als Haupttäter und als Gehilfen, sodass hier eine lebenslange Freiheitsstrafe für alle drei Angeklagten ausgesprochen wurde. Besonders bemerkenswert ist noch, dass die Kammer in allen drei Fällen auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt hat. Das heißt, es gibt hier keine Möglichkeit, nach 15 Jahren auf Bewährung aus der Strafhaft entlassen zu werden. Das wird sich alles nach hinten verschieben aufgrund dieses Strafmaßes. Der Grund: die grausamen Taten, die sich hinter diesen Mauern des Seniorenhauses in Lambrecht über ein Jahr abspielten. Hier haben die drei Ex-Pfleger eine 85-jährige und eine 62-jährige Frau getötet. Beiden Opfern haben sie Insulin gespritzt. Eine der Opfer erstickten die Täter mit einem Kissen, weil die Überdosis an Insulin für den Tod nicht ausreichte. In einem dritten Fall scheiterte der Mordversuch. Die Morde reichten dem Trio allerdings nicht aus. In wechselnder Beteiligung vergriffen sie sich körperlich und sexuell an den Senioren. Ich glaube, der ganze Gerichtssaal hat heute in menschliche Abgründe geblickt. Das hat auch die sehr ausführliche und sehr umfangreiche Urteilsbegründung heute ergeben. Für die Kammer steht fest, dass hier die Angeklagten eine Bande gegründet haben, sogenannte Panzerknacker, so haben sie sich im Chat genannt, und hier in gröbster Art menschenverachtend vorgegangen sind, die alten Menschen gequält haben, sie unmenschlich behandelt haben, als Tiere behandelt haben. Und dieses Gesamtbild hat natürlich den Eindruck der Kammer geprägt. Das Perfide daran: in einer WhatsApp-Gruppe haben die Ex-Pfleger Videos ihrer Taten und geschmacklose Bilder von weiteren Senioren, zum Beispiel mit kotverdreckten Klobürsten, ausgetauscht. Die Vorgehensweise der Täter: skrupellos. Die drei Angeklagten zeigten bei der Urteilsverkündung keinerlei Reue. Ganz im Gegenteil, die Ex-Pflegerin machte eher einen gleichgültigen Eindruck, indem sie beispielsweise immer wieder die Augen verdrehte. Die Richterin sprach bei ihr auch von klaren sadistischen Charakterzügen. Anders war es hingegen im Publikum. Dort saßen die Angehörigen der Opfer und die zeigten sich von den Taten entsetzt und kämpften immer wieder mit den Tränen. Auch wenn die Härte des Urteils die Hinterbliebenen wohl möglich erleichtert, über den tragischen Tod wird es sie kaum trösten. Ich denke mal, es wird jedem klar sein, dass der gewaltsame Tod einer Mutter ein fürchterliches Ereignis ist und dass das den Opfern noch lange nachgeht und die sich lange fragen, musste das unbedingt so kommen. Und sie werden das qualvolle Kapitel höchstwahrscheinlich noch nicht schließen können. Die Verurteilten haben über ihre Anwälte bereits angekündigt, gegen das Urteil Revision einlegen zu wollen.